Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Race Room. Viermal V8 und ein Turbomotor war das jetzt, glaube ich. Ja, wir sind auf Spa-Francorchamps unterwegs und das Ganze in der Gruppe 5, die natürlich super und wunderbar klingt. Und hört mal, wie lange man die Karren noch hört. Das klingt echt Sahne und sieht auch richtig hübsch aus. Spa-Francorchamps ist ja noch nicht so lange dabei im Spiel und ist deswegen auch eine der Strecken, wo man grafisch gesehen das Beste rausgeholt hat mit den besten Fähigkeiten, die man dann nun mal skillmäßig dann auch hat. Und dementsprechend hübsch sieht die Strecke aus. Wir sind hier in der Boxengasse noch und zwar in der Boxengasse der Klassik-Variante. Dort stehen wir gerade drin, da ist unser Auto. Mit dem Zack Speed Capri sind wir heute unterwegs. Ja, und das Ganze auch Spa-Francorchamps. Es sieht wirklich sehr, sehr nice aus, vor allen Dingen hier im Sonnenaufgangssetting. Wir labern aber auch gar nicht lange rum, sondern beenden den Durchgang. Dafür muss ich doch, da ruckelt die Maus, genau da. Und jetzt Durchgang beenden und dann starten wir direkt ins Rennen. Ich habe mich etwas warm gefahren, so rum. Aber, wir starten trotzdem von hinten. Und kriegen so schön viel vom Feld mit. So, ich bin erstmal ruhig, da könnt ihr den Sound genießen. Ja, ich kann so überhaupt nicht fahren, deswegen gehen wir mal wieder ins Cockpit. Aber den Sound von außen muss man natürlich gehört haben. Das ist echt allererste Sahne und wir kennen es natürlich nicht anders von Race Room. Das klingt wirklich, auch in der Bandbreite, was hier geboten wird von Fahrzeugen, das klingt extrem nice. Und deswegen habe ich auch gerade diese Replay-Cam am Anfang gefeiert. In Richtung Eau Rouge. Ballern die Karren richtig schön durch, beschleunigen raus. Und dementsprechend nice klingt das Ganze, wenn man da steht. Aber auch im Cockpit ist da wirklich... Da ist die Action groß und es macht Laune und Lärm und Laune. Wir fahren mit Standard-Setup, bis auf, dass das Getriebe etwas hochgestellt wurde, einen Tacken. Deswegen bin ich auch manchmal im ersten Gang unterwegs, wo ich eigentlich im zweiten bleiben sollte vielleicht. Aber ich will dann auch Turbo mitnehmen. Man kann hier im Spiel in der Box leider nicht am Dampfrad drehen, wie zum Beispiel bei Project Cars, wo man den Turbolader dieser Karre einstellen kann. Aber wie man im Cockpit-Display in der Anzeige sehen kann, in der analogen Rundanzeige fahren wir auf 2,5 Bar, mindestens. Das dürfte also ausreichen. Ich habe ein bisschen Probleme zu bremsen und dabei die Räder nicht stehen zu lassen. Ja, und warum ich mal wieder Race Room angeschmissen habe, ich habe letztes Mal Videos von Community-Rennen reingezogen, da hatte ich richtig Bock auf diese Gruppe, dementsprechend musste ich die nochmal fahren. Community-Rennen kommen auch bald wieder, ich hoffe, dass es ab Mai wieder regelmäßig zur Sache geht und im April vielleicht etwas sporadisch. Tut mir leid, ihr könnt die Ausreden wahrscheinlich auch nicht mehr hören, aber ja, es wird, Leute, das kann ich schon mal sagen.
Außerdem gibt's News, was Race Room betrifft. Und zwar durfte der Kanal Inside Sim Racing, den ihr ja bestimmt kennt oder der eine oder andere, die durften schon mal die Nordschleife zeigen mit einem Bentley GT3 Continental. Also zwei neue Content-Items. Natürlich die legendäre Nordschleife und ja, dieses Monster an GT3-Auto, dieses riesige Viech, was Bathurst, glaube ich, dominiert hat. Oder war das? Ne, gar nicht. Das war der Nismo, ne? Ja, ich kenne mich wieder super aus. Auf jeden Fall Bentley Continental GT3. Wurde ja auch schon vor langer Zeit angekündigt und wird, so vermutet man, mit dem nächsten Update kommen. Und das ist, glaube ich, gar nicht mehr so weit weg, wenn jetzt schon unabhängige YouTube-Channel da eine Preview von machen dürfen. Sind das in der Regel nicht mehr so lange Wochen oder Monate, sondern eher so, ja, Wochen vielleicht schon. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht einschätzen, das ist so ein großes Projekt, wenn die da noch Bugs finden und so weiter. Sorry fürs Rammen. Wir müssen uns gleich nochmal eben den Begrenzer anhören. Oh, ist das schön. Naja, auf jeden Fall wird mit dem nächsten anstehenden Patch wird es möglich sein, die Spritmenge des Fahrzeugs zu verändern. Ist das nicht toll? Seht ihr nicht oben rechts da die 100 Liter, die da immer stehen? Egal, was man versucht einzustellen. Das wird bald funktionieren. Außerdem wurde der McLaren 650S GT3 angekündigt. Allerdings auch nur, dass man die Lizenz dafür hat, nicht wann der ins Spiel kommt oder so. Aber eine schöne Erweiterung für die GT3-Klasse und der Nachfolger vom MP4 GT3. KI steht hier übrigens auf 106, glaube ich. Jetzt müssen wir hier mal vorbei. Am alten Ami. Ich will jetzt auch mal eine Corvette von hinten hören. Obwohl, die haben wir da gar nicht. Schade. Ah, wie heißt der zweite Ami nochmal? Nicht die Corvette, sondern der Monaco. D. Irgendwas Monaco, ne? Oder Monte Carlo? Ne, Komm, Hartley, spuck's aus. Was fährst du? Irgendwas war noch an Features, was ich mir merken wollte. Das hat super gut geklappt. Ich meine, das werden wir ja sehen. Ich werde natürlich auch ein Video dazu machen zum nächsten Update. Ich freue mich auch schon wie Bolle auf die Nordschleife. Ich meine, diese geilen Karren auf der Nordschleife. Extremer geht's kaum. Außerdem natürlich die alte DTM, die da sehr willkommen drauf ist. WTCC wird da eine Menge Spaß drauf machen und natürlich die GT3. Also da ist fahrklassentechnisch hier einiges geboten. Wagenklassen, Fahrzeugklassen. NSU TT, Audi TT Cup. Oh nein, scheiße. Ah, ich hasse das. Mein Gott. Zum Glück ist nur optischer Schaden an. So ein Scheiß. Ja, aber so ein bisschen dieses Problem der Engine, dass die Fahrzeuge sehr, sehr gut bremsen auf einmal und man da als menschlicher Spieler von der Bremsleistung her gar nicht mithalten kann. Man muss also ein bisschen vor der KI auf die Bremse steigen. Wenn man das nicht kann oder nicht macht, dann sieht es genau so aus. Platz 13. Ja, ich glaube, es wird viele Verbesserungen geben. Ich habe schon ein bisschen was gelesen auf der Homepage, aber ich habe es jetzt auch auf der Facebook-Seite. Ich habe es aber jetzt wirklich nicht auf dem Schirm. Aber keine Sorge, das nächste Update wird nicht nur mit einstellbarer Spritmenge kommen, sondern auch noch mit anderen Fixes und Verbesserungen. Aufwarten, denke ich doch mal. Hier können wir fast außen ran vorbei. Das ist ja total verrückt. Platz 12. 6,5 Minuten noch. Wir steuern also aufs letzte Drittel des Rennens zu. Und steuern hier übersteuern mit 200 km/h durch die Kurve.
Es ist schon sehr gut. Klatsch. Klingt, als ob ein Kartoffel auf den Boden fällt. Ab 2,40. Waren wir aber sehr spät dran. Oh, ist da vorne einfach eine Corvette? Die schreit so schön laut. Und davor, glaube ich, ein Porsche. Ich meine natürlich das Fab Car 935. Fab. Lass uns gar nicht so weit wegschieben hier vom Skyline. Am besten noch vor der Urouge so ein bisschen daneben setzen. Ja, das klappt leider nicht. Das hat nicht funktioniert. Bisschen spät. Alles gut. Nein. Boah, scheiße. Ah, ich wollte noch rechts dran vorbeiziehen, aber dann sind die Räder stehen geblieben und da kannst du natürlich nicht mehr lenken. Ach, crap. Schön den Skyline ausgenockt da gerade. Ja, Entschuldigung. Aber man hat halt echt auch was zu tun. Natürlich, wie immer, selber kuppelnd, selber schaltend. Und dementsprechend, Action ist da auch geboten. Keine Fahrhilfen, kein ABS, deswegen bleiben halt auch die Räder stehen. Und habe ich ja gerade schon gesagt, dass ich da nicht wirklich das Gefühl für habe hier. Müsste ich noch ein bisschen an den Force-Feedback-Einstellungen feilen. Ah ja, wäre ein bisschen abgedrängt hier. Drei Minuten noch. Und die Top 10 ist greifbar. Davor noch zwei Fahrzeuge in Schlagdistanz sozusagen, wo wir vielleicht noch drankommen könnten. Der Freihof und der Heinz. Da haben wir schon beim Einfahrt in die Schikane den Freihof gecatcht. Kommen wir leicht quer hinter der Corvette raus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh. Oh, die schöne Greenwood kaputt. Das geht natürlich gar nicht, aber guck mal, wie der abzieht und guck mal, wie auch der Porsche hier rausbeschleunigen kann. Der ist natürlich leistungsmäßig nochmal eine Nummer knackiger unterwegs. Das haben wir auch schon auf Oschers Leben gesehen, wie der einfach mal davon zieht auf der Geraden, auf den Geraden. Und so sind wir wieder auf Platz 11. Jetzt geht er sogar auf grün. Alles auf grün. Hab wieder gerade 300 auf dem Tacho. Scheiße, da muss ich in der letzten Runde nochmal nachgucken. Hoffentlich haben wir da noch Windschatten, aber ich glaube, da stand 300 auf dem Tacho. Ah, schon wieder bleiben die Räder stehen. Dann ist es ganz schwer zu checken, wie viel man dann auch von der Bremse wieder lösen muss. Da hörst du fast komplett auf zu bremsen, bis die Räder nicht mehr stehen. So, ja. So könnte ich mein Gefühl beschreiben, was ich gerade dafür habe. Oh! Platz 9 und wir können rausbeschleunigen. Die Corvette bleibt ein bisschen hinter uns, wird uns also. Gibt uns also noch ein bisschen die Möglichkeit, uns abzusetzen, bevor die Gerade wiederkommt.
Vor der Camel Straight möchte ich da doch schon aus dem Windschattenbereich sein. Auch wenn sich natürlich Corvette und Fabcar da ein bisschen hochschaukeln werden. Die sind beide feilschnell auf der Geraden. Platz 9, Yoshimoto vor uns mit 5,4 Sekunden Abstand. Da kommen wir wohl nicht mal ran hier. Letzten 50 Sekunden laufen ab. Hupala. Vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste. Gerade im ersten Gang und aus dieser langsamen Schikane. Und jetzt geht's wieder ab hier. Scheiße. Nein, wir fahren nicht in die Box. Alles richtig. 28 Sekunden auf Platz 1 aufzuholen. Das schaffen wir natürlich nicht mehr. Ist jetzt hier wahrscheinlich auch die letzte Runde. Jawohl, jetzt steht's da oben, nachdem der Countdown abgelaufen ist. ...2,70... ...2,80... Ah, ich weiß nicht, ob da 300 stand. Ich glaube nicht. Natürlich hatten wir gerade Windschatten. Das kann wohl nochmal das ein oder andere kmh-chen ausmachen. Aber 20? Vor allen Dingen meine ich 306 gelesen zu haben. Also 26? Ah. Ihr habt's gesehen. Ich guck's mir nochmal an, wenn das Video fertig ist. Aber 2,5 Sekunden auf Yoshimoto innerhalb einer Runde. Was ist da los? Hat der sich ein bisschen mit Williams bekebbelt? Jawoll, da kommen wir vielleicht echt sogar noch dran, das gibt's ja gar nicht, Platz 9. Und einer ist da noch in Reichweite auf jeden Fall. Ganz knappe Geschichte, mal gucken, wie die Schikane gleich verläuft. Also, ja, rechts, links natürlich verläuft die so wie immer. Aber wie es da in der Schikane verläuft, oder können wir tatsächlich noch am Yoshimoto vorbei? Muss ich ein bisschen mit Vorsicht und Bedacht rausbeschleunigen. Ah, den Williams werden wir wohl nicht mehr kriegen, obwohl die in der Haarnadelkurve da am Ende ja doch noch recht langsam sind. Vielleicht gibt's da noch irgendwas zu holen. Ja, wow. Alter. Aber war lächerlich. Jetzt habe ich doch gar nicht so spät gebremst und der aber doch. Also, ah. Ja gut, haben wir noch gekriegt. Grandiose Überholmanöver, die hier gezeigt werden und zurecht. Packt er da nochmal die Rachekeule aus und drängt uns fast in die Box. Ja, schade. Schönes Rennen an sich, aber ein bisschen viel Crash für meinen Geschmack eigentlich auch. Ne? Haben wir zwei, dreimal schön Leute abgeräumt und am Ende war ja natürlich wieder der Tuchsche Fehlerteufel. Ja, es tut mir leid, war ein bisschen rabiat, aber schöne Sache eigentlich. Hier gibt's noch ein bisschen was aus der Wiederholung. Ich hoffe doch mal die Runde, dass ich die finde, wo ich mit dem Fabcar und der Corvette so ein bisschen unterwegs bin. Dann seht ihr die jetzt. Ja, und freut euch auf das nächste Update, auf die nächsten News, die ich dann auch raushaue. Und natürlich dann auf ein Nordschleife-Video oder so, das wird garantiert kommen. So, bis zur nächsten Folge, macht's gut, tschüss.